Ihr könnt zwei Fähigkeiten für euren Charakter wählen. Wirbelwindangriff. Wenn ein Krieger den Wirbelwindangriff einsetzt, geht ein wahrer Schlaghagel hervor. Okay. Todesstapel. Die Todesschlag kann der hochstufige Krieger die Verteidigung seines Gegners mit tödlicher Konsequenz durchschlagen. Ah ja, cool. Massenerweckung, Massenerweckung. Nicht unbedingt. Gefallene Deva. Keiner der Zauber. Der Zauber öffnet ein Tor in den Abyss, sodass ein dämonischer Deva tritt. Nee, nicht unbedingt. Das ist auch Deva herbeizaubern. Gefallene Deva herbeizaubern. Ah, Deva herbeizaubern klingt nicht schlecht. Gestaltwandel Feuerelementar, Gestaltwandel Erde. Höherer Elementarschwarm. Elementarschwarm. Sturm der Vergeltung. Energieklingen. Heftiger Angriff. Energieklingen, die man werfen kann. Also ich würde gerne den Deva beschwören. Das klingt nämlich schon mal nicht schlecht. Klingenkugel. Ja, der Priester hat zu diesem Zauber eine Kugel aus rasimischer scharfen Klingen, die ihn umgibt und sein fast undurchdringliches Hindernis darstellt. Ja, nehmen wir die beiden Sachen mal und sind einverstanden, würde ich sagen. Gucken wir mal nach Zaubern. Nochmal große Wunden heilen hier. Schwere Wunden heilen hier. Und hier haben wir jetzt Stufe 7. Ja, hier könnten wir eigentlich theoretisch den Deva herbeizaubern oder einen Schild der Archonen. Aber nehmen wir den Deva herbeizaubern. Das klingt gar nicht mal so schlecht. So, nächster Level up. Minsk, Stufe aufsteigen. Eine Waffenfähigkeit. Die geht in die Hellebarde. Attribute können wir ihm eingeben. Kriegsschrei. Wenn ein Krieger diese Fähigkeit einsetzt, stößt er einen äußerst lauten und fürchterlichen Kriegsschrei aus. Alle Gegner im Radius, bla bla bla, sind vor Furcht betäubt. Zähigkeit. Er erhält dadurch 40% von körperlichen Schaden. Die Fähigkeit hat einen Wirkungsdauer von einer Runde. Je zwei Stufen des Kriegers. Spuren lesen. Nö, nicht unbedingt. Heftiger Angriff. Ein Krieger, der hier Fähigkeit heftiger Angriff einsetzt, führt Schläge mit solcher Wucht, dass sie den Gegner zwei Runden lang betäuben. Wenn ihm ein Rettungswurf gegen misslingt, die Fähigkeit wirkt zwei Runden lang. Ja. Todesschlag. Mit Todesschlag kann der hochstufige Krieger die Verteidigung seines Gegners mit tödlicher Konsequenz durchschlagen. Das klingt nicht schlecht. Wirbelwindangriff. Wenn ein Krieger der Wirbelwindangriff einsetzt, geht ein wahrer Schlaglauf auf seinen Gegner nieder. Der Einsatz der Fähigkeit erhöht die Anzahl der Angriffe je Runde auf 10. Der Krieger erleidet allerdings plus 4 auf den ETW und minus 4 auf angerichteten Schaden. Der Wirbelwindangriff dauert eine Runde. Ah, das könnte ich noch verbessern. Also ja, ich nehme den Wirbelwindangriff mal. Bin einverstanden. Schwerter statt Wörter. Der ist jetzt hier drin, der Wirbelwindangriff. Habt ihr einen Plan? Keldorn, Stufe aufsteigen. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit, ETW, 3 Trefferpunkte. Gut. Ich würde sagen, Bastardschwert. Ah, und jetzt kriegen wir Attribute. Deva herbeizaubern. Ja, warum nicht? Warte, da ist das jetzt bei dir eine Fähigkeit. Und bei ich warte auf euren Befehl. Dir nicht. Gut. Braucht ihr etwas? Eine Stufe für dich. Ein Zauber der Stufe. Ein Magierzauber der Stufe 7 ist okay. Ein Trefferpunkt, Attribute. Was hätte ich für dich denn? Wenn ein Magier diese Fähigkeit wählt, kann er einen zusätzlichen Zauber des 6. Grades pro Tag wirken.
Siebten Grades, achten Grades. Das ist schon mal nicht schlecht, zusätzlicher Zauber. Aura des flammenden Todes. Ja, sie könnte auch einen Diva herbeizaubern. Klingenkugel. Elementarschwarm, davon halte ich nicht so viel. Wassen. Erweckung ist auch nicht so nötig. Planetar herbeizaubern. Dunklen Planetar. Nö, lieber ein Zauber. Verbesserte Beschleunigung. Verbesserte Beschleunigung kann ich aber leider nicht, schade. Also nehmen wir bessere Zauber. Also mehr Zauber, besser gesagt. Also ein Zauber der sechsten Stufe. Unsichtbarer Pirscher. Nicht unbedingt. Windwurmruf. Kugel der Unverwundbarkeit. Zauberabwehr. 10 Zauber gerade, bis sie selbst auf Zauber, Schrift und Zauber. Ja, das ist zum Beispiel nicht schlecht. Jetzt siebte Stufe. Hätten wir Zauber zurückwerfen? Oder ein begrenzter Wunsch? Schutz vor Elementen. Spätzünder Feuerball. Die Peitsche, Djinn beschwören. Projizierendes Ebenbild. Massenunsichtbarkeit. Wort der Macht, Betäubung, nicht unbedingt. Also ich würde Zauber zurückwerfen nehmen und den Djinn. Nee, der Djinn ist das hier. Ja, Djinn gut behandeln, aber das hier. Eine Kopie, die Zauber wirken kann, ist nie verkehrt. So, Quick Save. Dann den Schwierigkeitsgrad wieder hochsetzen. Okay, okay. Verstanden. Ja? Los, spuck es aus. Schön. Au, 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 au. Dreifach au. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Komm, Mimo, du hast gerade deine Seele wieder gekriegt. Einmal nach der Rai Vampirissi. Otta Servanta beschwören. Gucken wir doch mal kurz, ob da irgendwas Wichtiges drin steht. Das Buch wurde mit Blut besudelt, wodurch der Großteil der Seiten unleserlich geworden ist. Die Tinte war ohnehin schon ziemlich verblasst und ist jetzt zum größten Teil auch noch von Blut überdeckt. Am Rand einiger Seiten wurden Notizen geschrieben, die es euch zumindest ermöglichen, den ursprünglichen Zweck des Buches zu enträtseln. Das Schriftstück hat sich offenbar mit dem Verfahren befasst, das man durchlaufen muss, um zu einem Vampir zu werden. Warum jemand freiwillig Vampir werden will, ist euch jedoch auch nach dem Studium dieser Notizen steierhaft. Auf der Rückseite des Buches befindet sich ein Stempel, der anzeigt, dass es eins von den Anhängern Ogmas archiviert und katalogisiert wurde. Ja. Conjur Otta Servanta. Oder Otta Servanta. Ja. Das Buch ist in einem sehr seltsamen Dialekt der Handelssprache geschrieben, die im Süden gesprochen wird. Ihr seid mit diesem Dialekt nicht vertraut. Es scheint sich nicht um ein besonders altes Schriftstück zu handeln, sondern ein Teil des persönlichen Tagebuchs eines Adligen namens Thomas Sangui. Der Text befasst sich damit, wie dieser Adlige seine treuesten Diener erlangt hat. Es ist schwierig, detaillierte Informationen aus dem Text herauszulesen, aber anhand gewisser Worte, die immer wieder erwähnt werden, könnte zumindest mit einiger Sicherheit sagen, dass es sich dabei um einen Diener eines Vampirs oder einer anderen blutsaugenden Wesen gehandelt haben dürfte. Das Wissen des Adligen über das Thema scheint recht umfassend zu sein. Er erklärt den langwierigen Prozess, der erforderlich ist, um ein Wesen vollständig umzuwandeln, recht ausführlich. Offensichtlich lässt sich diese Prozedur umkehren, wenn sie vor der Vollendung unterbrochen wird. Der Autor lässt sich darüber jedoch nicht weiter aus. Auf der Rückseite des Buches befindet sich ein Stempel, der anzeigt, dass es eins von den Einhändern Ogmas archiviert und katalogisiert wurde. Ja, und der Almanach. Almanach der Re Vampirisi, ungekürzte Ausgabe. Die Plage der Zähne ein Ende bereiten.
Das Werk ist ziemlich alt, ihr kennt die Sprache nicht, in der es geschrieben wurde. Glücklicherweise hat Bo die Übersetzung von Stellen, die ihr wichtig erscheinen, an den Rand geschrieben und sich auch Notizen gemacht, welche Themen sie noch weiter nachgehen will. Die Entscheidung. Die Hexe vorn weg, lange vor ihrem Verrat, schritten wir über die Umma-Hügel und suchten Trost in unserer Stunde der Not. Die Zeit der Klage war für die Lebenden vorüber, die Klingen, die durch die Angst geheilt so lange in ihrem Scheiden geblieben waren, waren jetzt frei. Es war beschlossen worden, dass wir mit unseren Schwertarmen für unser Leben eintreten würden. Die ehrenvollen Toten, die in der Dunkelheit des Schattens Flügel bekommen hatten, würden von uns Lebenden, die ihre Freunde und Verwandten bei der Plage der Zähne verloren hatten, nicht mehr mit Bedauern bedacht werden. Kämpfe, als die Toten kamen. Der Schwur. Eine letzte Notiz findet sich am Ende des Buches. Den Ogmar-Mönch im Tempel des Hafenviertels wegen weiterer Informationen verhören. Er sollte über Informationen über die Umkehrung des Vampirismus verfügen. Ja gut, das müssen wir zum Glück nicht machen. Ein Vampir entvampirieren, da wir keine Romanze. Haben. Oh, das Kurzschwert konnte ich jetzt so identifizieren. Geschickt. Fragt nur, keine große Herausforderung. So, Bodhi ist erledigt. Kedorn hat eine Anzahl der Angriffe von 5,5 und Minzins jetzt auch 5,5. Also 2,5. Nun gut. Ihr müsst eure Gruppe. Das heißt, wenn ich mal verbesserte Hast wirke, dann können die 5 Angriffe pro Runde machen. So, das heißt, wir können die Grüfte verlassen. Können noch einmal hier in der Waukenpromenade ordentlich pennen und bei Ribald Tauschmann den restlichen Tant, den wir haben, eintauschen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Keine große Herausforderung. Ja, dieses Mal ist das Grab zum Glück auch leer. Hier. Wir können in die Waukenpromenade. Was ist mit dir eigentlich? Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Alle Elfen sollten gejagt und getötet werden, da sehr freundlich. So, holen wir mal alle beisammen. Fragt, was immer ihr wünscht. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. So, identifizier uns mal bitte diese 3 Sachen, die wir da noch haben. Gurgelschlitzer. Die Geschichte dieser Waffe ist lang und blutig. Oft hat sie ihren Namen alle Ehre gemacht. Wegen ihrer geringen Größe und ihrer mächtigen Verzauberung ist sie vor allem bei Mönchenmördern sehr beliebt und befindet sich daher meist in den Händen der gefährlichsten Missetäter der Reiche. Allerdings bleibt die Waffe nie lange bei einem Besitzer. Du bist ein Kurzschwert.
Ja, du bist der Vampir-Dolch. Das wäre halt so beidhändig. Achso, so. Immerhin. Ganz lustig.